Einen schönen guten Morgen. Morgen. Bin gerade mal auf einen Kaffee zum Sohnemann. Und was macht man da? Ein Labervideo. Ihr seht hier einen Teil meiner Sammlung oder meiner Messer liegen. Und in der Mehrheit geht es hier um feststehende Messer. Aber ein paar Klapper haben wir auch dabei. Und da möchte ich euch kurz mal zeigen, mein letztes Messer aus 2019. Tolles Teil, die Shop-Edition von Josiah. Also mit dem Messer bin ich hin und weg. Da wird es aber noch ein extra Video geben. Des Weiteren, das ist aber ein geiles Ding. Mein 30 Jahre altes Victorinox als Vertreter für meine Victorinox. Immer noch im Gebrauch. Was hast du da Leie? Ich habe mein Schnulli da Leie. Das ist Schnulli ist bei uns, kann man sagen, das EDC Victorinox. Das sieht da schon ganz schön abgerockt aus. Das hatte ich jetzt zwar nicht so lange wie der Vater seins, aber jo, das ist tagtäglich, ist das in Benutzung und Gebrauch. Sieht man auch an der Griffschale. Jo, die sind ja schon ganz schön. Vorher hatte ich, jo, ist, wie heißt das dann immer? Das ist ja das Pioneer. Und vorher hatte ich das Pioneer X mit der Shea. Ja, genau. Da ich aber die Shea so gut wie gar nicht benutze, bin ich gewechselt auf ein normales Pioneer. Das andere hat jetzt ein schönes Rentedasein in meiner Vitrine. Und das ist praktisch mein EDC. Ja. Was ich da auch noch lernen, das sind Messere, wie ich sie als Klappmesser eigentlich bevorzuge. Schön traditionell, rustikal, Gehall. Das da unne ist ein Messer von Case, ist, wie heißt das nochmal, Settlehorn mit drei Klinge. Und das da ist von Schatt und Morgan. Ne, das ist glaube ich nicht Settlehorn, das ist glaube ich, wie heißt Stockman. Stockman ist es, ja, hast recht. Das ist auch eins von meinen Lieblingstaschenmesser. Ich stehe ja auf Knoche und Hirschholzschale, das ist genau mein Ding. Und das da, das hat drei Klinge, das ist immer die, die da. Clip Point, jo. Ja. Ich kann die Klinge vorhin nicht wissen, wie die alle gehälchen. Das da ist ein Sheepfoot. Genau. Die benutze ich irgendwie aber am meisten bei dem Messer da. Und das da, das ist ein kleines Pen-Kling, ne? Nee, das ist Spikling. Spikling. Jo, so Kastrierkling ist das. Und die ist einfach klasse. Ja. Das, auch, das habe ich ja gerne an, auf dem Anzug oder wenn man ein bisschen feiner ist, ja, sind das klasse Messer. Jo, ey. Ich werde schon aufgefallen sind, mir Schwitzer hat Dialekt. Müssen wir halt ein bisschen genauer hinhören. Ich kann kein Hochdeutsch. Jo, das hört sich bei uns so komisch an, bei mir wollen Hochdeutsch schwitzen. Jetzt mal weiter. Ich bin ja absoluter Fan von feststehenden Messer. Und die benutze ich ja all bis auf eins. Und zwar ist das da mein Böker Bob Doja Design. Man kennt direkt Männer, es wäre vom Loveless gebaut worden. Ganz tolles Ding. Und das Besondere bei dem Messer ist der pulvermetallurgische D2. Ein richtig, richtig klasse Messer. Hatte unheimlicher Hohlschliff, 5 mm Klingestärke, aber ein Hohlschliff bis fast oben aus. Und Rasiermesser scharf. Das benutzt du gar nicht. Das benutze ich gar nicht, das ist mir einfach zu scharf. Ja, gut. Schön getapert noch hin, ganz toll Ding. Grün, es kann was mehr Kater. Und er lädt mit rote Leiner. Wunderbares Messer. Ja, was bei mir jetzt so im Gebrauch ist, ich will da zu jedem Messer irgendwas so. Und zwar zu der Schneidperformance und das ganze Handling und was ich noch dazu sagen will, bei mir steht nie der Preis im Vordergrund, die Funktion muss stimmen und dann greifen wir uns mal da, das Keba, das kennt auch jeder, das hat da nicht da oben die Parierstange entfernt, weil mich die einfach gestört hat beim Schneiden. Das ist schon ein ganz brauchbares Messer, was mir immer schon gut gefallen hat, sind Lettergriffe. Und das Messer ist das Messer, wo ich eigentlich benutze, wenn ich im Garten grille oder sonst was mache. Ich habe dasselbe
als Shortkeeper. Und da muss ich zu sagen, ist die Klinge und der Ohrenschliff, das steht in keinem guten Verhältnis. Das lässt sich einfach nicht, wie soll ich denn sagen, man kann einfach nicht so gut mit schneiden, mit, weil einfach das Verhältnis von Ohrenschliff zu Klingendicke nicht stimmt. Ja, was hätte ich noch da rumleihen? Da, mein Navy, also das Messer hat mich überrascht. Das leid erstens mal klasse in der Hand, schneit wie Gift. Da habe ich nur die Klingebeschichtung abgemacht. Da war ja Millimeter dick Farb drauf und das hat mir ja gar nicht gefallen. Es hat da schon ein paar Macke, aber trotzdem klasse, klasse Messer. Jo, was habe ich noch? Top Knife. Jo, das ist nicht schlecht. Das Pilotenmesser von der Amis, das habe ich auch modifiziert. Die unheimlich breit, Parierstangen ingekürzt. Ich fand die Rückensee, ja, das war mir so Raspel, vier Aluminiummesser Raspel, habe ich weggeschliffen. Das Ding leid auch klasse in der Hand, hat auch Lettergriff. Unheimlich. Das habe ich ja noch unmodifiziert drüber leider. Ja, stimmt. Ja. Muss nur aufpassen, es sind unheimlich viele Fälschungen unterwegs bei den Dinger, China-Fakes. Bei der Originale steht da oben die Jahreszahl drauf und der Hersteller. In dem Fall ist das Ontario. Ja, das Originale, das unmodifiziert, das habe ich ja auch von dir. Das ist ja. Und das habe ich unmodifiziert gelöst, weil, jo, eben dann gefällt es mir gut. Jo, benutze du mich eigentlich. Sagen wir mal, der Eigenbau da hier. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Der Vater und ich, wir haben ja, ich mache ja so ab und an mal gerne mal ein Messerchen, aber wenn ich es hasse, die Löcher zu bohren im Holz. Da hilft mir dann meistens der Vater, weil ich außer schreie, bringe ich da nichts zustande. Und da haben wir dann doch ein schönes Messerchen gebaut. Die Klinge ist 8 cm Lauri PT Klinge, gehärtet auf 63 HRC. Dann Messingzwingen, Elchhorn, Scheibletter, die man aber so nicht so gut erkennt, wenn es geelt ist. Und Griffholz, was mir sau gut gefällt, und das ist Räuchereiche. Die hat mir von vorher schon mal so gut gefallen. Das war aber ein Messer, wo ich ein bisschen hergehen von jemandem. Und das habe ich so lange drauf gewartet, bis sie das Holz mal nochmal gehabt haben. Und dann sagte ich, jetzt muss ich mir ein Messer draus bauen. Es leidet einfach Bombe in der Hand und ist ein einfach klasse Essmesser. Ja, kann ich auch schnitzen. Kann man schnitzen. Ja, die Klinge, die so gehärt wie die Klinge ist, die sind ja als Schnitzmesserklinge, sind die ja eigentlich in dem Sinn so gemacht. Ja, steht ja da drauf. Ne? Ja, Lauri PT. Genau. Und einfach, also ich finde, es ist eine klasse Klinge. Ja. Und sitzt perfekt gerade im Heft, also da haben wir ein Bombenmesser gebaut. Schön. Da haben wir wirklich ein Bombenmesser gebaut. Ja, da halte ich mal nochmal eins in die Kamera, mein heißgeliebtes Blackjack. Das N-Specible von Blackjack, das habe ich auch schon jahrelang. Ganz tolles Messer, sieht man auch eher selten dabei, mit dem Ledergriff, Messingparierstangen, Kohlenstoffstahlkling, einfach ganz toll, habe ich schon ewige Zeiten, an damals horrende Summen müssen vor der bezahlen. Die Fieberinlage, das ist schön. Ja, die sind ganz gut geworden. Ne? Und ja, das ist also eins von den Messern, wo ich also immer noch begeistert von bin, auch wenn die Parierstange ein bisschen wackelt, das ist, es schrumpft alles im Sommer, da wird es mit der, ist es mit der Fecht, im Winter ist es ein bisschen locker, aber kaum, merkt man kaum. Und das ist eins von den Messern, die sind einfach klasse. Das leid Bombe in der Hand, das kann ich drehen und mache, wirklich top. Aber was mich richtig erstaunt hat, sind die Messer von Dulo. Wann ich eins rumleihe? Da müssen wir uns da sein. Boah, wo sind sie? Da ist er uns. Ah, da ist er uns. Mein erstes Dulo. Das sind richtig klasse Gebrauchsmesser. Nur bei dem da habe ich mir vom Schanz eine andere Anschrift dran machen gelassen, weil der andere war mir nicht schneidfreudig genug. Sleipner Stahl, ein ganz tolles Buschkraftmesser, Kieschemesser. Man kann es für alles holen und es nimmt an nichts krumm. Der Sleipner Stahl, der ist einfach klasse, muss man schon sagen. Und wenn wir gerade bei den Dulos sind. Der verzeiht alles, ne? Jo.
Maikrim aus Vanadis 4E. Das Messer ist das, wo ich meistens im Rucksack kann, wenn ich in den Wald gehe. Jetzt hat er schon ein paar Kratzer, aber ich habe es noch nie mit so einer Schärfe. Ist ganz toll gemacht. Mit Zierpin und super Holz. Legt klasse in der Hand. Man kann eine Feuerstahl-Ohrenreise drohen. Einfach top. Das ist Bombe, das sieht gut aus. Ja, das ist einfach klasse. Genau wie das Droh. Das ist, aber da muss ich auch was dazu sagen. Das ist, das Messer da ist wirklich ein Kracher, wenn du es in die Hand holst. Das lädt so satt in der Hand und es schneidet auch gut. Nur hätte ich mir da gewünscht, ach, das hat 5 mm Rückstärke. Und der Anschlag ist zu niedrig, ne? Ein klein bisschen. Ist mir schon fast zu dick. Also bei einem Dormesser hätte mir dann 3,5 mm Dicke gereicht, wenn der Anschliff so ist. Wenn der ein bisschen weiter hochgezogen ist, ist das schon wieder etwas ganz anderes. Ja, so hast du da Filme Spanne wie Schneider, ne? Jo, es schneidet gut, da gibt es gar nichts. Das habe ich auch noch nie brauche. Noch nie brauche scharf sind wir, da sind wir noch Ratte scharf. Der und der Vanadis 8, das ist in meiner Augen ganz toller Klingestrahl. Ne? Das ist wirklich ein geiles Kuchen, das doch, ne? Jo, das ist top, top. Und der lädt er wirklich gut in der Hand. Richtig kräftiger Griff, so mohn ich sowieso. Jo, und klasse. ähnlich wie sich der Ohrenschliff bei dem Dumoulin verhält, ist das auch da beim Woodsman von Castrum. Das hat richtig stabiler Aufbau. Mit Mooreichegriff, ganz toll gemacht, alles wunderbar verarbeitet. Aber bei dem ist der Anschliff noch kerzer wie bei dem Dulo. Und im Holz ist das klasse, was ich spalle oder was ich schnitze. Aber wenn es mal geht zur Essenszubereitung, in welchem Material, wie Fleisch, ne, das auch wie Gift. Aber wenn es an Apfel geht oder okay, Wurzelgemüse, ja. Und dann tut das mehr Spalle, wie es Schneide tut. So, immer noch ein klasse Messer. Ich benutze das auch hier. Man sieht es hier, es hat Patina. Das hast du auch ganz die Weile lang immer im Sack gehabt. Also, ja, das habe ich halt als noch im Sack. Ne? Das ist ein klasse Messer. Jo. Und was ich schon ewige Zeit auch benutze und gebrauche, das ist mein Buck 119. Also, ich habe selten ein Messer in der Preiskategorie, in der Größe. Bobby-Style, wo besser ist wie das da. Es hat einen Hohlschliff und der 420 HC-Stahl, da kann ich gar nicht meckere, der ist einfach klasse. Mit dem Spalligholz, mit dem Klingerige kann ich Feuerstahl ohnreißen, einfach ein ganz tolles Ding. Und ich muss mal gucken, dass ich da das Pathfinder oder das Woodsman mir noch zulege. Das ist kürzer, 10 cm Kling, aber genauso aufgebaut. Wie das 119 da mit Phenol-Harzgriff. Ich finde die Dinger klasse. Ja, dann haschen wir es doch jetzt schon. Oh, 25 Jahre bestimmt. 25 Jahre. Ich habe schon die Zwetschäden verdrohen. Jo. Geil. Und was genauso, wo ich nicht verstehen kann, dass die so verriss wäre. Gut, die Preise sind klar, die Preise sind ein bisschen angezogen. Das ist mein SNs von Fellkniven. Also ich benutze das Ding immer noch eher. Das ist harte scharf. Lange Zeit dein Lieblingsmesser. Ne? Jo, es hat da keinen Klingerausbruch. Ich kann da nicht so richtig nachvollziehen, dass da einer Klingerausbruch geht. Ich habe mir da eine kleine Mikrophase dran gemacht und seit der Zeit ist da nie was passiert. Ne? Es ist halt ein Laminatstahl, außer 420 und 2 in der VG10. Finde ich klasse. Leider klasse in der Hand. Und der Griff ist zwar dreckig, naja gut, es wird ja auch benutzt. Aber es ist einfach, ich finde es für ein ganz tolles Messer, könnte nicht meckern. Ach, eigentlich kann man über die Messer eigentlich auch nicht meckern. Klar, die kostet ein bisschen was, aber halt Qualität, ne? Ja, klar. Das ist so, das wird auch jeder kennen, das Observer von Real Steel. Da habe ich die Anschliffung geändert und seit der Zeit schneidet das auch. Ich hatte die Kante ein bisschen dran gebrochen, weil das war schon extrem, aber das ist auch ein Bombenmesser. Man sieht es kaum noch, aber ich hatte das immer noch gerne dabei und ich schaffe da auch gerne damit. Und seitdem, dass ich der Ohrenschliff gewechselt habe, also auf Ballig, mit der Randphase. Ja, es gab eine Zeit, da haben wir das da öfter gesehen. Ne? Ja, mit Mikrophase, da passiert gar nichts, da kann ich ein paar Tonen damit. Und das Gute ist halt, dass die Länge ist
wie bei jedem Messer ist der Einsatzbereich eingeschränkt, aber das ist ein geiles Ding. Eine Hochklasse in der Hand und zum Schneiden, und wenn die Griffschale mal nichts missen und dann kannst du da immer noch mal, ja, kannst du da ganz leicht aufschrauben. Ist schon ein gutes Messer. Das ist leider auch in der Hand, so ist es nicht. Ja. Trotz dass es eigentlich an sich ein recht dünner Griff hat, ne? Das hat ja, der Griff ist an sich ziemlich dünn. Aber das ist leicht, aber sau gut. Gut, das ist durch die Höhe vom Griff. Jo. Leider ist nicht wieder ganz anders stand. Wenn der jetzt nicht schmäler wäre, wäre das dann nicht mehr so nichts, ne? Klar. Jo. Dann wäre das natürlich nicht so der Renner. Du hast natürlich der Hingucker, Toni Tietzel, Kohlenstoffstahl, geätzt, mein Fischbarmesser. Das kommt also immer dann in den Einsatz, wenn ich Schinke oder Bauchfleisch sowas schneide, ist das natürlich der Kracher. Ne? Es ist schade, dass man vom Toni nichts mehr hört im Moment, aber ansonsten ein geiles Messer. Das ist schon ein klasse Ding. Das ist ja euch. Ist Bilger Buschkraft, erste Generation. Das war natürlich Griff ins Klo, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Griff war mir zu rutschig, die Klinge hat nicht geschnitten, es war einfach, da habe ich ein bisschen was dran geändert. Ich tue nur oftmals an meine Messer, wenn ich sie kaufe, egal was sie kostet, irgendwas ändere, damit es mir halt passt. Ich habe dort den Schliff ein bisschen hochgezogen, ballig, habe den Griff gegroovt. Und das ist, in meiner Augen, ist das einfach ein Bombe-Messer. Aber jetzt nur noch arbeiten. Jetzt, jo. Ich habe hier noch das Messer noch unbearbeitet. Du hast noch unbearbeitet. Jo, aber das habe ich ja auch, gerade weil du sagst, der Griff so extrem rutschig und alles, deswegen habe ich es eigentlich auch nie dabei. Ne? Jo, jo. Deswegen habe ich es auch nie dabei. Wo ich natürlich hin und weg bin, das ist mein Choker Buschkraft. Die Klinge hätte ich mal können sauber machen, die war gleich da oben noch im Einsatz. Messer war 170 Euro mit Canvas Mercata, unterlegt mit rote Liner, Flachschliff bis runter, Chimbing, das funktioniert, N690 Bühlerstahl, das Ding ist ein Kracher. Also da habe ich mich wirklich nicht verkauft. Ich habe vorher noch keinen Choker gehabt, aber da wird vielleicht das eine oder andere wird da noch dazukommen. Das sind natürlich Messer, die gefallen mir unheimlich gut. Und Preis-Leistung ist doch super. Ja, die ist klasse. Und das Leid in der Hand, holen Sie mal in die Hand, das ist ein Burner. Das Leid, also das Leid, das Leid wirklich richtig gut in der Hand. Ah jo, das ist schon ein Hammer. Das Leid ist also, das Leid wirklich. Ich bin ja nicht so der Fan von den Griffen, aber das Leid wirklich saugut. Ich habe also gehe, kann was mir gerade, das ist vom Griffgefühl her und von der Wärme oder so, gut, das dunkelt noch, das nennt ja Handschweiß und der ganze Chrom, aber das ist wirklich ein Kracher, wie kann ich dazu nicht sagen. Was haben wir da noch? Warte, jetzt muss ich mal noch was zeigen, und zwar ist das Marschen seit Ewigkeit, wenn ihr sieht. 30 Jahre habe ich das schon. Das dauert schon länger. Und zwar ist Puma Wild Hunter. Das sieht auch schon ein bisschen abgerockt aus, aber das habe ich schon habe ich glaube schon so alt wie ich bin. Ich das schon. Hier Schorngriffe. Das Messer wird viel Leute bekannt sind, viel ältere Leute, wo damals die Winnetou-Filme der Alex Barker hat das auch benutzt, mit dem, wo er mit Jona Höpfling gekämpft hat. Ja. Und die sieht man heiz, da sieht man die auch gar nicht mehr. Man sieht vielleicht noch die neuere Version mit dem Holzgriff, das hecht aber das Puma Automesser, glaube ich. Ja, stimmt. Hatte ähnliche Klingen. Aber das dort, das ist ja, kann man nur ein bisschen aufpolieren. Ja. Das ist ja, dass du ein Messer heizt, da richtig selten hält. Jo, das ist uns leider klasse in der Hand. Ah, jo, das gebe ich ja sehr, das ist Zweithander. Gut, es ist mehr Campknife und. Jo. Aber es ist durch die Baurisch Glinde unheimlich gut zum Schneiden. Es ist ja so wichtig, also ich würde mal sagen, alles können. Ne? Jo. Was mich jetzt an dem Messer schon immer gestört hat, das ist doch die Sägezahlung. Ne? Wenn die Klinge durchgezogen hat, bis hinten aus. Dann das wäre der Schwierigste. Ich glaube, bei dem Automesser ist sie, glaube ich, bis vorhin ausgezogen. Ne? Oder ist auch die Sägezahlung? Ich weiß nicht, ich glaube, da ist auch die Sägezahlung. Kein Mensch kommt auf die Idee, fahre mit dem Messer Tomate zu schneiden. Ne? Nee, ich glaube aber eher, dass das so gemacht ist für Tau aufzuziehen oder für. Ich weiß nicht. Das denke ich auch. Ist auf jeden Fall ein klasse Messer, wenn es so aussieht wie Sau, aber es gut, ist halt ist auch schon, benutzt. Ne? Das ist, kann man sagen, glaube ich, mein elftes Messer, wo ich insgesamt habe. Ne? Stimmt. Das, da warst du, glaube ich, warst du nicht in Love, wie ich das kaufe.
Das ist schon ein geiles Ding. Das wäre ein klasse Messer. Das also Messer, das würde ich im Leben nicht immer mehr hergeben. Ajo. Was haben wir da noch? Die Billigversion vom FNs. War natürlich jetzt ein Scherz. Das Jagdkit Kniff 3, das ist auch ein Bombe-Messer. Das habe ich, wie es auf den Markt gekommen ist, habe ich das mal vom Lasse, vom Waldlaufer-Shop zum Testen geschickt gekriegt, hat es halt bei Halle. Und das ist halt immer noch erste Wahl. Das Ding bleibt klasse in der Hand. Das hat einen neuen CR8C oder sowas Stahl. Der steht wie eins, klasse gemacht. Und das habe ich ja schon, wie ich es damals getestet habe, durchs Holz geprügelt. Ich habe da hinten auf den Klingefortsatz drauf geballert. Da ist also gar nichts passiert. Das ist richtig. Das sollen jetzt also Messer, wo ich jetzt von der Größe. Ich mache es ja eher ein kleines bisschen kleiner an der Klinge. Ich mache es ja eher ein bisschen kleiner. Und das da wäre jetzt so Messer, das wäre jetzt eher so Maikreis. Ja, das ist auch. Ich muss sagen, ich weiß noch, da haben doch auch viele Leute haben doch da über die Messer anfangen, sind sie geschollen. Jo, das ist. Aber das ist. Klar, das ist, kommt immer, wenn es ähnlich aussieht wie das FNs. Jo, so. Gut, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne, jedes Messer sieht irgendwann irgendwie mal aus wie das andere. Mal. Es heißt, da erfindet keiner mehr das Messer wieder rein. Aber überhaupt, ein deutsches Messer um dich. Deutsches Messer? Ach doch, du, Linda. Ja. Super Edge 3, ATS 34 Stahl, das hatte ich auch schon ewige Zeiten. Das hast du mal von mir gekriegt. Das habe ich mal von dir gekriegt und du hast dann immer von mir gekriegt. Ja, das haben wir nochmal zurückgetauscht. Jo. Das ist ein geiles Ding. Das ist noch die Erstausführung. Das war die erste, wo auf den Markt gekommen sind. Die neuere Ausführung hat hier auch Chimbing. Ach, ganz tolles Messer. Finde ich auch klasse. Wird mich ja jetzt nicht mehr verlassen. Und der ATS 34, jeder schaltet über deine ATS 34. Früher war das der Stahl, genau wie der 440C, da hat jeder drüber gemeckert, oder heute meckert jeder drüber, billig, billig, billig. Damals haben sie einen Kniefall gemacht, wenn ihr Messerhändler oder wenn sie irgendwo Messer kriegt mit 440C oder ATS 34. Ich kann den heute mit einem Superstahl da sowieso nicht verstehen. Das typische Moderne, immer schneller, immer stärker, immer mehr, du hast noch ein deutsches Messer. Ah, mein Lagor. Ein Schneidhäufel vor dem Herrn, das habe ich mal vom Haui Bauer gelassen, das ist natürlich der Burner. Ne? Ich habe zwar am Anfang Hudel gehabt mit der Schneid, die hat sich ein bisschen gewellt, weil die war auf Null geschliffen, aber ich habe da auch eine kleine Phase noch gemacht, seit der Zeit habe ich da Ruhe. Selbstgemachtes Mikada, vielleicht 80 CRV2 ist das, glaube ich, ja. Ja. Schönes Chimping drauf, das ist das Messer, wo ich ganz oft in die Kiste benutze für Zwiebeln, sie schneide und so Sachen zu machen. Das geht ja durch wie Butter. Da kann man richtig feine Arbeit damit machen. Aber was wollte ich noch zeigen? Was ich ja schon ewig wollte haben und nicht fehlen darf in keinem Video, das Spark River Gunny mit Rampe, Massitz, das Messer wird benutzt und das nimmt da nichts krumm. Da habe ich ein paar Ton damit, da habe ich Holz gespalt, alles mögliche gemacht damit. Das ist einfach ein klasse, klasse Messer. Nur was mir nicht gefällt bei den Messern, die kosten ja doch ein Heide Geld und dann die Schäden, die dabei sind. Die entweder passen sie nicht richtig oder sind mit der Zeit auf einmal labberig. Ich habe mir da eine neue Schäde vom André machen lassen, die ist klasse. Wenn ich mal eine Schäde brauche, wenn ich mal da André, das ist einfach top. Ja, ist leider gut, ne? Ja. Das wäre geschehen. Ich hätte mir noch so ein paar andere mitbringen. Ich habe ja noch einige daheim. Jetzt habe ich es noch nicht. Ich habe nur eine Pugo dabei. Ich glaube, ich habe daheim noch 20 irgendwo in der Schublade. Geil. Ja. Die anderen zwei Pugos, wo du da neu hast, die sind klasse. Die sind top. Aber machen wir nochmal. Wir haben ja Zeit. Wenn man draußen ist, ist scheiß Wetter. Und ja, man wollte halt eigentlich eine Tour machen, aber Nee, bei dem Regenwetter nicht. Und das ist Regen, der geht durch und durch. So ein feiner Niesel-Dingens. Jo, da haben wir noch eins Layer von Hattori ist das gemacht worden. Dear Slayer. Das ist ein schönes Messer. Das haben wir aber auch schon ewig, das hast du. Das hatte ich mal beim Messermacher. Bei meinem Messermacher Kauf. Jo, aber das war auch schon ewig her. Aber ohne Schäd. Jo, und da hast du es mir mal kennen. Da habe ich es dir kennen. Und ich wusste aber nichts mit uns fangen. Jetzt habe ich mir so eine klasse Schäd näher gelassen. Was ist denn der Griff? Das ist aber kein echter Knorre, oder? Nee, das ist. Aber es sieht aber so aus wie Knorre. Papier oder Elfenbein-Mikada. Jo, weil es so aussieht wie echter Knorre. Hattori sich also färbt. Jo,
Arturi baut ja geile Messer, da gibt es gar nichts. Nur, was mir bei denen nicht gefällt, die bauen unheimlich schöne Messer und holen dann eine 440A Stahl oder so. Das findet man bei Arturi ganz oft. Aber es ist einfach eine klasse Messer. Ich benutze das natürlich nicht mehr. Das leider hier mit den Vitrinen. Oder besser gesagt in einer meiner Schubladen. Schön mit anderen. Ich hole es also raus, bespiele es. Aber ansonsten. Das hat aber so richtig schöne Jagdmesserform. Das ist es. Das ist ein Jagdmesser. Ah, jo, klar, aber das hat so die richtig, wenn ich mal Jagdmesser, so hat das die richtig passende Form. Genau. Kann ich auch mal so hole, do, so kann man es auch greifen, das ist wirklich klasse. Komm, wir trinken mal noch schon Kaffee, bevor er kalt ist. Ja, meiner ist gleich all. Dann ist all. Ja, jo. Ich habe noch einen Maul voll. Aber das ist da echt. Das ist wirklich der Kracher. Wirklich. 40 oder 42 Gramm. Super verschafft und das ist einfach ein Burner. Das ist ein Selbstläufer. Warte mal ab. Jo. Wollte ich mal natürlich da das Titanmodell kaufen, Ausverkauf. Jo. Ja, das so. Ist, ja. Aber ich werde mir das doch noch holen, grün. Gut, so Dinger, die sind immer ziemlich schnell weg. Ne? Ajo. Und für das Geld, die kostet noch jetzt rund 60 Euro. Jo. Ja, gut, was will ich noch mehr? Es gibt viel mehr Scheißdreck auf dem Markt, wo Geld, ja. Wo teurer ist. Oder es gibt mehr gleichwertigeres, wo wesentlich teurer ist. Ja, wo wesentlich teurer ist. Weil günstig muss nicht immer schlecht sein. Ja. Das denken aber heizt da leider viele. Ja, natürlich, ja. Ja, Leute, das war mal so ein kleines bisschen auf saarländischem Dialekt gemachter Messertalk oder Labervideo. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal dann. Ja, alle, tschüss. Tschüss.